So, heute geht es nochmal um Wilhelm Tell, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir wollen nämlich mal zeigen, wie man vielleicht doch etwas mehr Spaß an Literatur haben kann, als es manchmal so aussieht. Und wir wollen vor allen Dingen zeigen, wie das möglich ist, und werden am Ende dann auf unsere Dateien mit MP3-Format aufmerksam machen, die man sich schön auf die Ohren legen kann. Und dann kann man sich die schönsten Sachen zum Beispiel aus Wilhelm Tell anschauen. Vielleicht ganz kurz zur Problematik. Eine Literatur kann eigentlich so schön sein. Wir haben hier einiges aufgeführt. Fantasie, Reisen in andere Welten, in andere Figuren einsteigen, Spiel mit Sprache, aber auch Kontakt mit anderen Menschen über ein Medium, mal was ausprobieren und so weiter. Das sind eigentlich alles wunderbare Sachen. Aber es gibt eben in der Schule auch eben Hindernisse. Das sind einmal so lange Texte, ne, die einem wie ein Dschungel vorkommen. Dann alte Sprache, sowohl Wörter, die man nicht kennt, als auch Sätze, die über eine halbe Seite gehen und so weiter. Dann fehlen Auflockerungen, wie man sie heute aus jedem Deutschbuch gewöhnt ist, dass da eben auch Bilder sind, Grafiken und so weiter. Dann strenge Zugangsrituale und Bearbeitungsregeln, ne? So musst du das machen. Und natürlich gibt es auch Kreativität und eigene Meinung und so weiter, aber es geht doch vor allen Dingen im Deutschunterricht um Wissen, analysieren, interpretieren. Und das ist insofern schade, weil dann manchmal nicht so richtig Lust auf bestimmte Texte dabei rauskommt, die es durchaus verdient haben, etwas besser aufgenommen zu werden. Und wir machen das so, dass wir uns solche Texte wie Wilhelm Tell zum Beispiel angucken und versuchen, die Highlights rauszufinden. Bei Wilhelm Tell sind das 5 Stück, die wir gleich vorstellen werden. Und die stellen wir dann in MP3-Dateien vor. Und die kann man sich schön auf die Ohren legen und dann im Bus oder sonst irgendwo mal anhören. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das sich noch genauer ansehen will oder eben auch nicht. Auf jeden Fall kann man dann anschließend über Wilhelm Tell mitreden und hat vielleicht sogar auch für sich selbst noch was gewonnen. Wir zeigen das mal an insgesamt 5 Episoden. Es geht also bei Wilhelm Tell um die Schweiz um 1300. Sie werden unterdrückt von den Österreichern. Die heutigen haben damit aber nichts zu tun. Und es geht in dieser ersten Szene um den Tod eines kaiserlichen Beamten in der Badewanne. Warum, das erklären wir in der MP3-Datei. Dann die letzte Chance, der Mann, der muss dann fliehen, und zwar über einen See. Da ist ein Fischer mit einem Boot, aber der traut sich nicht, weil da ein mächtiger Sturm tobt. Und Wilhelm Tell, der Held, kommt vorbei und macht große Sprüche, muss dann aber selbst ran. Das hat uns zum Beispiel sehr gut gefallen, hier wie dieser Fischer ihn dann durchaus ein bisschen mal auf Normalniveau reduziert hat. In der zweiten Episode geht es um einen wohlhabenden Bauern, der sitzt traurig auf der Bank, und zwar, weil ein kaiserlicher Beamter vorbeigekommen ist und der hat gesagt, oh, das ist doch ein schönes Haus hier, das braucht doch eigentlich kein Bauer und ich kümmere mich schon drum, das ist viel zu schön für dich. Der, wie gesagt, ganz verzweifelt. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Ne? Schiller hat mehrere kluge Frauen hier auftreten lassen in Wilhelm Tell. Und hier ist es die Frau von diesem Stauffacher. Die tröstet ihren Mann und sie erklärt ihm, was mit dem Beamten los ist, warum der sich so aggressiv verhält. Sie gibt ihm vor allen Dingen auch einen goldenen Tipp und zeigt selbst viel Mut. Das führen wir hier nicht näher aus, weil das ja alles in der MP3-Datei ja schön dargestellt wird. Hier unten geht das dann weiter mit Episode Nummer 3. Auch in der Schweiz damals gab es schon den Gegensatz zwischen den Alten und den Jungen. Hier ist das so, ein alter Freiherr, ein Adliger möchte, dass sein Neffe alles so lässt, wie es ist und da auch mitmacht hier. Der aber will in die Welt hinaus, sucht nach Ruhm und Ehre. Und dann gibt es da noch eine Frau. Auch dazu sagen wir hier natürlich nichts Näheres. Und dann ist die Frage, hat er wirklich eine Chance bei dieser Frau? Und wir werden dann auch sehen, mit dieser Frau. Das ist auch noch ein Problem. Dann die vierte Episode. Wilhelm Tell will unbedingt in die Höhle des Löwen. Die Frau warnt ihn und sagt, geh bloß nicht nach Altdorf da. Da ist dein Todfeind, dieser kaiserliche Beamte. Aber Tell glaubt eben daran, dass es ein anständiger und ehrlicher Mensch ist. Er hat ihm mal das Leben geschenkt, gerettet. Das muss ich mal selbst mal anschauen da. Und jetzt glaubt er, der wird ihm dankbar sein. Aber dieser Gessler, das ist ein Mann, der hier eine berühmte Stange aufgestellt hat mit einem Hut.
und den müssen alle grüßen. Und Wilhelm Tell macht da einen Fehler, als er vorbeigeht. Und dann wird etwas Ungeheuerliches von ihm verlangt. Das wissen vielleicht einige. Wir gehen darauf genauer ein. Und dann schafft er das Ungeheuerliche. Aber dann macht er einen zweiten Fehler. Überhaupt ist Wilhelm Tell einer, der immer auch mal Fehler macht. Und schon ist er gefangen. Und die letzte Episode dann, Wilhelm Tell kann sich dann befreien. Er hat sich Rache geschworen, aber er hat doch auch ein bisschen moralische Bedenken und hält dann einen fürchterlich langen Monolog, wo er dann mit sich ringt und kämpft und so. Und dann findet er auch einen guten Grund oder zwei gute Gründe sogar, warum er mit der Armbrust eben dann in einer hohlen Gasse hier diesen Beamten auflauern will. Dabei spielt noch eine Frau mit Kindern eine wichtige Rolle. Aber seine Armbrust trifft dann im richtigen Moment den Richtigen aus seiner Sicht. Und kaum kommt er dann nach Hause, findet er dort noch einen zweiten Mörder. Und dann gibt es ein sehr interessantes Gespräch zwischen diesen beiden Leuten, die einen Menschen auf ihrem Gewissen haben. Insgesamt also erstaunlich viele spannende Stellen hier. Kann man sich, wie gesagt, gut als MP3-Datei reinziehen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch dann Lust hinterher, sich etwas genauer mit dem Drama zu beschäftigen. Denn wir haben zum einen auf diesen Seiten, die wir in den Informationen auch noch angeben werden, das muss man hier nicht sich abschreiben oder so, kann man dann direkt in seinen Browser entsprechend eingeben, gehen wir jeweils auf den Fall ein auf dieser Website. Und dies ist nur ein Beispiel, es gibt ja 5 Fälle insgesamt. Und dort kann man dann direkt auf eine Hördatei klicken. Das ist natürlich vor allen Dingen interessant, die das Drama lesen wollen oder müssen. Für die haben wir sogar noch alle einzelnen Szenen und Akte dann in einem anderen Zusammenhang dargestellt. Auch das verlinken wir dann. Dort werden die Sachen jeweils erklärt. Und wer eben dann Wilhelm Tell wirklich lesen muss, der wird von uns eben aufmerksam gemacht auf die wichtigsten Dinge dort. Das geht natürlich über diese 5 Fälle hier hinaus. Übrigens haben wir das Gleiche auch zu Judenbuche gemacht und werden das noch für andere alten Texte machen, weil wir ganz gerne denen helfen möchten, die da erstmal Schwierigkeiten haben mit der Sprache und vielen anderen Dingen. Und dann ist das vielleicht eine ganz gute Hilfe, wenn man dann so eine MP3-Datei auf den Ohren hat und mit seinem eigenen Stift dann schon in seiner Textausgabe dann eben arbeiten kann. Aber das ist hier bei dieser Geschichte überhaupt nicht notwendig, weil wir nur diese 5 Fälle vorstellen wollten. So, dann wie immer, alles hier kann man dann auf dieser Seite hier nachlesen, runterladen, sich anhören und so weiter. Dort werden wir die Dokumentation hier auch ablegen. Und wie immer kann man bei den Infos da dann die ganzen Links entsprechend auch schnell sich rauskopieren und nutzen. Und dort bringen wir eventuell auch noch Aktualisierungen unter oder auch, wenn uns Fehler noch auffallen im Nachhinein, dass wir die da entsprechend korrigieren. Und wir würden uns freuen, wenn euch das Spaß gemacht hat, mal diese Vorstellung zu haben, dass Literatur auch mal ein bisschen angenehmer präsentiert werden kann, als immer nur als mühsames Durchackern von 50 oder 100 Seiten oder noch mehr. Und wir uns freuen, wenn ihr den Kanal dann abonniert. Und vielleicht ist das nächste Video für euch ja auch wieder interessant. Wir werden auf jeden Fall dabei bleiben und das noch ein bisschen weiter verfolgen und an anderen Texten dann auch zeigen und wünschen viel Erfolg.